Hungerkatastrophen, Armut, Vertreibungen, Christenverfolgungen und Massenmigration. Der Sudan ist in einem katastrophalen Zustand. Und das ist nichts Neues. Das war zu Zeiten von Omar al-Bashir so. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Als al-Bashir abgesetzt wurde, jubelten viele. Zivilgesellschaftliche Gruppen, die Studenten im Sudan, aber auch der Westen. Nur der Westen hat einen Fehler gemacht. Man hat Proteste unterstützt, um die Autokraten im Sudan vom Hof zu jagen. Irgendwie verständlich. Aber man hat sich keine Gedanken darüber gemacht, wer sie wirklich ersetzen könnte. Seither herrscht im Sudan noch größeres Chaos. Die vom Westen unterstützte Übergangsregierung ist längst Geschichte, abgelöst von einer Militärregierung, die der Iran stützt. Und diese Militärregierung wiederum wird von Milizen herausgefordert, die mit den Emiraten verbündet sind. Während Teheran und Abu Dhabi im Sudan Realpolitik machen, spielt Europa bei alledem leider keine Rolle. Dabei könnten wir das als ehrlicher Makler für die Konfliktparteien, als realpolitische Kraft, die eigene Interessen in der Region verfolgt, nämlich den Schutz unserer christlichen Glaubensbrüder, den Kampf gegen den Terror und die Bekämpfung von Massenmigration nach Europa. Vielen Dank.